Regio-TV Plus jetzt wieder einmal endlich, muss ich sagen, an einem Ausflug zu einem Jodler oben. Bei mir ist der Balz Canali. Balz, erzähl doch selber schnell, welchen Jodler oben haben wir geschaut, wo sind wir? Wir sind in Thermwil. Der Jodler-Club Thermwil hat heute oben den Jodler oben. Gut, und jetzt weiss ich langsam von euch, das bedeutet nicht, dass ihr alleine ein Konzert bestreitet. Ihr habt wieder Gäste eingeladen. Wer ist denn heute auf dem Plan drauf? Es sind ja wieder Leute, die von überall herkommen. Gut, das ist einmal ein Jodler Club St. Johann Meslau. Dann ist es ein Duett Eschbach und Schweizer Rügeli Quartett. Und natürlich mehr. Und das zusammen gibt natürlich so einen wundervollen Jodler oben. Jetzt habe ich vorher wieder gehört, da haben sie gesagt, wir singen ein Lied und dann machen wir einen Naturjutz. Ja. Wo ist der Unterschied? Was ist so ein Naturjutz? Naturjutz, das ist einfach der ursprüngliche Jodel in den Bergen, wo man einander Bescheid gegeben hat. Das ist der Naturjutz. Er hat keine Worte, sondern nur Melodien. Das ist immer so, wie der eine rief vom einen Tal zum anderen. Hallo, Judi, Judi. Zum Beispiel, ja, genau. Ja. Ist natürlich einfacher, aber nicht einfach zum Singen. Ein Naturjutz ist sehr schwer zum Singen, dass es schön klingt. Ich bewundere die Leute. Wir tun auch jemanden, aber ganz selten ein Naturjutz machen. Dann reden wir jetzt noch mal ein bisschen über den Jodlerchor Thermwil. Wie geht es euch im Moment? Ich habe euch jetzt auch schon seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Ich stelle fest, ihr seid immer noch vollzählig. Habt ihr jetzt wieder neue Leute dazugekriegt? Oder wie sieht das aus? Wir haben teilweise neue Leute dazugekommen. Gottlob. Wir wetten, dass noch mehr kommen. Habt ihr gehört? Das ist an euch gegangen. Jawohl. Und haben leider auch Abgänge. Gesundheitliche Gründe. Schade, aber wir müssen weitermachen. Wir haben ja nächstes Jahr das 75-jährige Jubiläum. Und dann gibt es eine grosse Sache wieder, oder? Das denke ich, ja. Wir haben auch im April haben wir das Jodelmusical in Thermwil. Wer sich noch anmelden will, im Internet, kann das machen. Das Ding ist eröffnet. Also die Anmeldungsfrist ist eröffnet. Wir haben im Februar die Delegiertenversammlung vom Schweizerischen Jodelverband können übernehmen aufgrund von unserem Jubiläum. Also sind ihr recht aktiv und dann müsst ihr in diesem Moment natürlich auch auf der Webpage vom Chor euch informieren. Und der Balz hat jetzt gesagt, sie wünschen sich noch mal ein bisschen zusätzliche Stimmen, also meldet euch an. Jetzt habe ich aber gesehen, im Hintergrund, da habt auch noch Hilfe beim Service gekriegt. Ja. Wer ist denn hier eingestiegen? Ja, da ist die Grenzritter eingestiegen. Das dritte Jahr jetzt. Und denen möchte ich ganz herzlich Danke sagen. Ich werde es dir auch am Mikrofon noch erwähnen, das ist ganz klar. Also in diesem Moment noch zum Abschluss hier vom Jodler-Anlass. Ein ganz lieber Grüß an die Schrenzgreiter. Ich bin gespannt, was dann an der Fasnacht abgeht. Wir sehen uns.